Hallo, ich bin Charlotte Schmidt. Ich bin eine von zwei Chemielehrern hier bei uns am Freiberg Kolleg und ich wollte euch heute mal den Chemieraum und das Fach Chemie hier bei uns am Freiberg Kolleg vorstellen. So, also wir befinden uns hier in den Kellerräumen, in denen auch die Chemie und die Physik unterrichtet wird. Hier oben haben wir noch unseren Bildschirm, da kommen dann immer aktuelle Informationen oder Planänderungen. Dann, wenn wir uns hier vom Chemieraum befinden, haben wir dann auch passend dazu natürlich ein paar Lernplakate oder auch Informationen. Und dann kommen wir hier auch schon in den Chemieraum hinein. Und wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Arbeitsplätze, die entsprechend dann auch auf den Chemieunterricht abgestimmt sind. Also wir haben dann hier unsere Gas- und Wasseranschlüsse und auch die Stromanschlüsse, die wir hierfür brauchen. Und wenn wir uns dann hier weiter durch den Raum bewegen, hier unsere Tafel. Dahinter verbirgt sich dann auch unser Abzug, also wenn dann bestimmte Experimente gemacht werden, die nur unterm Abzug stattfinden dürfen, weil Gase frei werden, die jetzt eher nicht so gesundheitsförderlich sind, dann machen wir das hier unter dem Abzug und wir können einmal hier auch bis nach hinten durchgucken in unseren Chemievorbereitungsraum, in dem dann auch die Chemikalien und Geräte lagern. So, dann haben wir hier unsere Projektionsfläche für den Beamer. Und hier vorne dann auch den Arbeitstisch vom Lehrer, natürlich auch mit entsprechenden Anschlüssen, um dann Schauexperimente durchzuführen. So, dann sehen wir hier drüben, das sind unsere fertigen Experimentierkästen, also für die Schüler oder Schülergruppen. So die Grundausstattung, was wir dann zum Experimentieren brauchen, das ist in der Regel dann meistens ein Reagenzglasständer, der Reagenzglaszange, Streichhölzer, um den Bunsenbrenner anzuzünden und ähnliches. So. Und hier unten befinden sich dann auch natürlich Schutzbrillen und die Bunsenbrenner, die wir für die vielen Experimente dann auch benötigen. So, hinten noch ein paar Schutzkittel als Sicherheitsmaßnahme und dann befindet sich hier am Rand unsere Vorratsschränke. Da sind unter anderem noch verschiedene Glasgeräte mit drin oder dann auch hier, das sind eigentlich dann so die Experimentierchemikalien für die Schüler schon fertig in den Schülersets, dass dann pro Bank immer entsprechende Anzahl an Chemikalien vorrätig ist und nicht noch extra abgefüllt werden muss. Jetzt bewegen wir uns mal in einen Bereich, in den normalerweise die Schüler keinen Zutritt haben. Das ist nämlich der Vorbereitungsraum für die Chemielehre. Und hier haben wir verschiedene Chemikalien, die da für den Unterricht dann vorbereitet werden und schon hingestellt werden, was wir halt so brauchen für die Experimente. Mehrere Tische zur Verfügung. Hier dann der Bereich, wo wir als Chemielehrer dann auch abwaschen können oder noch Sachen zusammen mixen können. Und auch hier wieder unsere Gasanschlüsse und Stromanschlüsse, um vielleicht auch bestimmte Experimente hier hinten nochmal zu erproben. Dann haben wir hier natürlich auch Vorratsschränke für die entsprechenden Glasgeräte. Und auch hier pH-Messpapier oder Waagen, was man halt so benötigt als Chemielehrer. Dann hat sich hier auch die Physik etwas breit gemacht und hat sich auch hier Raum ergattert, um zum Beispiel hier für die Radioaktivität bestimmte Messungen durchführen zu können. Wir haben dann hier als Chemiker unsere Vorratsschränke mit den entsprechenden Chemikalien, die hier alle unterm Abzug stehen und die wir dann in der Regel für den Unterricht benötigen.
wir haben dann auch für die Schüler natürlich nicht nur vorne diese Grundausstattung, sondern dann auch für spezielle Experimente haben wir dann hier auch noch zum Beispiel für die Elektrochemie die Sets zum Untersuchen von galvanischen Zellen beispielsweise. Das können wir dann hier mitmachen. In dem Themengebiet bin ich auch gerade mit meinen Schülern. Und da können wir dann die Messungen durchführen, wie wir also über chemische Reaktionen Strom erzeugen können. Und da haben wir dann auch hier ein bisschen was Historisches. Das ist also so eine relativ alte galvanische Zelle, wie sie früher mal war. Und wenn wir hier runter gehen, dann sehen wir zum Beispiel auch hier, das sind Uhren, die auf elektrochemischen Wege dann funktionieren. Die befüllen wir dann im Unterricht und können mal angucken, wie wir dann darüber die Uhr zum Laufen bringen. Einfach nur durch das Zusammenfügen von Chemikalien. So. Und hier im Schrank daneben haben wir dann auch entsprechend vorbereitet. Das sind schon Maßanalysen für die chemische Analyse, die wir dann immer wieder entsprechend anpassen müssen. Und das befindet sich dann hier in dem Raum. Dann sehen wir hier nochmal aus der Physik haben wir dann hier auch noch ein paar Vorräte und auch für die Chemie haben wir dann hier auch noch mal hin und wieder ein bisschen was. Genau. Und von hier aus können wir dann auch wieder zurückgehen in unserem Chemieraum. Und wenn man sich dann hier befindet, dann wäre das im Prinzip euer Blick in den Raum hinein, wo dann der Unterricht in der Chemie stattfindet. So. Also wenn ihr euch dafür entscheidet, wäre das vielleicht in der Zukunft euer Ausblick und ich würde mich dann auch freuen, euch kennenzulernen und euch die Chemie etwas näher zu bringen.